Ja, mein Club ist in Halberstadt in Sachsen-Anhalt im Harz. Und in 2004 hörte ich zum ersten Mal von Mrs. Sporty auf einem Aerobic-Kongress und habe da völlig drüber gelächelt. Ich selber komme aus dem Fitnessbereich viele Jahre schon, habe viel Kraftsport mit Eisen betrieben und dachte, was für ein komisches System. In 2008 war ich 16 Jahre lang dabei, was Kurse angeht und hatte überhaupt keine Lust mehr dazu, war völlig ausgebrannt und hatte dann gesagt, irgendwas Neues muss es geben. Und habe dann mich bei Mrs. Sporty erkundigt. Die schickten mir die Franchise-Unterlagen dann zu. Und dann dachte ich, nee, diese Franchise-Gebühr, die zahlst du nicht. Warum? Das kannst, kriegst du doch selber hin, Frauen zu motivieren in so einer kleinen Gruppe. Und dann habe ich im März 2009 meinen eigenen Club Damenwahl eröffnet und habe das 6 Jahre lang gepusht, die ersten 3-4 Jahre gut gewachsen und dann stagniert. Und nach 5 Jahren hatte ich für mich gesagt, okay, irgendwas muss passieren. Und dann hatte ich mich wieder zu Mrs. Sporty orientiert, hatte festgestellt, was für einen Riesensprung die gemacht haben, was für eine Technologie die auf den Markt gebracht haben und habe dann im Januar 2015 meinen Mrs. Sporty Club in Halberstadt eröffnet und mit Bravour für unsere Verhältnisse, wir haben den Vergleich zum alten Club und wir sind glücklich darüber, dass wir diesen Sprung gemacht haben und jederzeit wieder.